Schöne Grüße aus dem Walmart Supercenter in Las Vegas. Wir machen heute einen Supermarkt-Stream. Wir haben schon mal einen Supermarkt-Stream gemacht. Das Video wird jetzt eingeblendet hier oben, sofern ihr das gerade auf YouTube denn schaut. Und wir laufen heute durch die Supermarktabteilung hier, Lebensmittel und alles andere, was ihr denn auch sehen wollt. Ihr könnt gerne Fragen hier reinstellen, wie teuer sind Cornflakes, irgendeine bestimmte Süßigkeitensorte und so weiter. Dann laufen wir da natürlich hin. Heute ist Independence Day, 4. Juli 2021. Und heute wird das Video etwas verwackelter werden, weil ich ohne Kameraarm rumlaufe. Weil wenn ich mit Kameraarm rumlaufe, mit dem Gimbal, dann kommt hier gleich die Security an. Was machen sie denn hier? Und Privatsphäre und den ganzen Kack. Und das wollen wir nicht. Und deswegen wird es heute ein bisschen verwackelter. So, wir sind gleich hier vorne in der Abteilung, wo die Reste sind für den Independence Day, was man sich so kaufen kann. Ich muss hier immer meinen leeren Wagen mitnehmen. Ja, der Patriotismus wird ja hier ein bisschen höher geschrieben. Du kannst dann hier 30 so eine Leuchtstäbe, die kosten 6 Dollar, in den amerikanischen Flaggenfarben kaufen. Du kannst hier drüben auch gleich die Flagge kaufen. Made in USA, nichts damit China. Und gleichzeitig noch den Fahnenmast sozusagen dazu. Kleine Teller könnt ihr kaufen und auch gar nicht so teuer. 1,48 Dollar. Da unten Servietten. Ja, hier läuft der Patriotismus ein bisschen anders ab. Feuerwerk, TNT. Ja, du kannst richtig Feuerwerk hier kaufen. Silvester ist kein Feuerwerk in USA, in Las Vegas erlaubt. In Nevada. Ich kann jetzt nur von Nevada reden, in Kalifornien sowieso nicht. Aber am Independence Day kannst du es kaufen und dann kannst du alles in die Luft jagen und das ist halt für zu Hause. 29 Dollar kostet hier unten so eine große Packung. Tischfeuerwerk. Aber kommt jetzt bitte nicht auf die Idee und sagt, René, bitte schick mir diese Leuchtstäbe nach Deutschland. Ich brauche die, ich will hier feiern nächstes Jahr. Kann ich leider nicht machen, das geht nicht. So, hier auch der Nationalstolz, die Ami-Flaggen, direkt am Eingang. Patriotismus pur. So, und jetzt laufen wir zur Lebensmittelabteilung. Kauf. Ja, was soll ich damit jetzt? Ich krieg zwar heute Besuch und wir machen lecker Raclette. Das Feuerwerk heute Abend in Las Vegas ist um 22 Uhr oder 22:30 Uhr, sowas in dem Dreh. Sonnencreme-Abteilung. Also wir fangen hinten an mit den Lebensmitteln und dann laufen wir durch und gucken mal, wie weit wir kommen. So, Walmart Supercenter bedeutet, ihr könnt hier alles kaufen. Von Kleidung über Fahrräder, Angelzeug, Fitnessgeräte, Autoreifen, Autobatterien, Lebensmittel, Handyzubehör, Tassen, Souvenirsachen, Pharmacy, Garten, Abteilungen, also Grills, Sitzecken, Pflanzen, eigentlich nichts, was es nicht gibt. PlayStation 5 kaufen, ja. Ich spiele ja wirklich sehr, sehr gerne PlayStation und auch Nintendo Super Xbox und das ganze Thema. So, guck mal, selbst die, was ist das, Sherrys? Ja, selbst die Sherrys sind in der Tüte verpackt. In Amerika-Flaggen. Und übrigens, kennt ihr die hier? Die sind richtig lecker. Richtig lecker. So. Was kostet hier was? Ich will euch ja nicht zu sehr langweilen. Hier vorne haben wir Ananas. Kostet, wenn wir so rumlaufen, schön aufgebaut hier, aber kein Preis dran. Da. 1,98 Dollar eine Ananas. Nein, im Walmart werden keine Waffen mehr verkauft. Waffen gibt es nicht mehr. So, eine Gurke kostet 68 Cent. Tomaten pro Pfund. Pfund ist ungefähr 500 Gramm, 1,78 Dollar. Aber wir können hier gleich meine Lieblingstomaten kaufen. Die sind zwar teurer, aber lecker. So, Erdbeeren. 4,14 Dollar für, ja mal die große Packung, 4,14 Dollar für Erdbeeren sind 907 Gramm, also ein gutes Kilo.
So, der Europreis ist jetzt, ihr müsst es ungefähr geteilt durch 1,18, 1,19 rechnen. Also 1,20 Dollar sind umgerechnet 1 Euro momentan. So, wo haben wir denn die leckeren? Da. Die sind zwar teuer, aber die sind gut. Kennt ihr diese kleinen Tomaten? Die gibt es eigentlich noch ein bisschen in bunt. Die kosten 2,98 Dollar und die werden wir jetzt kaufen. Die nehmen wir mit. So, Bananen kosten hier nix. Bananen kosten heute nix. Doch, 68 Cent. 500 Gramm kosten 68 Cent. So, dann kannst du das Ganze natürlich noch Organic. Und was sie natürlich hier haben, was es natürlich sehr viel einfacher macht, ist, die haben schon fertigen Salat hier. Das heißt, du brauchst zu Hause nicht zupfen. Du kannst hier schon alles in so fertigen Tüten kaufen. Und da ist dann auch gleichzeitig Dressing mit bei. Und Sesamkörner und so weiter. Hier hast du dann die ganze Mischung Caesars. So, Karotten, die sind hier ziemlich teuer. Da kosten 2,16 Dollar für... Da steht auch Organic drauf. Was haben wir hier? 907 Gramm. Also auch ein gutes Kilo Karotten, 2,16 Dollar. Das ist aber die Organic-Abteilung. Hier drüben wird es dann schon deutlich günstiger von der Menge her. Hier haben wir nur 500 Gramm, kosten 98 Cent. So, da ich eh nicht der große Obst- und Gemüsetyp bin, gehen wir gleich weiter in die Fleischabteilung. So, Brot. Ihr Brot wollt ihr auch noch sehen, ne? Oder hier diese Muffins. Viele Leute stehen ja auf diese ganzen Muffins. Und die kosten, wie viel sind da drin? 12 Stück? 2,98 Dollar. Also für Süßigkeiten haben die immer was übrig. Hier haben wir die größeren Muffins. 4 Stück für 3,98 Dollar. Sehen aber auch lecker aus. Triple Chocolate Muffins. So, hier drüben haben wir French Bread für 1 Dollar. Das ganze Brot, Baguette für 1 Dollar. Das ist okay. Und das Ganze gibt es dann natürlich auch mit Sesam drauf. Ich sage ja jetzt einfach mal Sesam. Verschiedenen Sorten, alles 1 Dollar. Oh, und hier gibt es Garlic. Das sieht lecker aus. Das nehmen wir erstmal gleich. Das nehmen wir heute mit. So. Und Donuts dürfen natürlich auch nicht vergessen werden. Auch mit amerikanischer Flagge drauf. Oder die hier. Deine Frau flucht, die soll von den Muffins weggehen. Bin ja schon weg. So, guck mal, wie riesig der Supermarkt ist. So wie in Deutschland Real oder Kaufland. Ich würde jetzt sagen, noch mal ein bisschen größer. Da hinten ist die Milchabteilung und da hinten sind wir hergekommen. Und ihr müsst mal überlegen, ich sehe ja immer so die wirtschaftliche Seite. Hier oben ist Vollbeleuchtung. Ja, das sind Neonröhren. Das kostet schon mal richtig Kohle. Und den ganzen Bums hier runter zu klimatisieren, ist ja auch mal richtig ordentlich. So, hier gibt es dann auch die kleine Portion Gehacktes.
Und zwar 2,5 Kilo für 17 Dollar. So, als Vergleich die Hand dazu. Und ich habe große Hände. Ich habe natürlich auch kleinere Portionen gehacktes. Und ihr müsst euch halt immer umgewöhnen, wenn ihr in den USA seid. Hier wird alles in Unzen, in Pound. Hier ist nichts mit Kilogramm oder Gramm etc. Das ist alles so. Ich laufe mit euch jetzt erstmal einfach durch. Ich kaufe nachher selber für mich ein, weil sonst wird das Fleisch, wenn wir jetzt hier eine Stunde durchlaufen, ist das nicht unbedingt so toll. So, wo haben wir Würstchen? Falls ihr mal einen Würstchenladen aufmachen wollt, 5 Würstchen für 4,48 Dollar. Es darf auch mal das etwas größere Fleischstück sein. Gibt es in den USA viel glutenfreie Produkte? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich kann aber euch sagen, dass wenn du ins Restaurant gehst, da ganz viel mit glutenfree und was haben wir noch? Laktose, die Kalorienzahl dahinter steht. Also manchmal findest du gar nicht den Preis, wie teuer das Menü ist, weil so viele Zahlen daneben stehen, was da alles nicht drin ist und was da drin ist, dass du gar nicht mehr durchblickst. Ich weiß gar nicht, wie die das vor 100 Jahren gemacht haben oder vor 30 Jahren, wo das alles noch nicht stand. Also damals bin ich in Berlin zum Italiener gegangen, habe eine Pizza Salami bestellt, da war der Bums erledigt. Heute wurdest du gefragt, dann muss sie denn glutenfree sein, möchten sie denn, welche Salami möchten sie denn haben und welchen Rand mit Käse, viel Käse, wenig Käse. Man bringt da einfach eine Salami-Pizza, fertig. So, Schwein. Kostet heute 12,15 Dollar für, wo haben wir es denn? Also pro 500 Gramm kostet es ein Fünfer. So, hier könnt ihr auch gleich 32 Burger kaufen. Burgerfleisch für 19,83 Dollar. Und da kommt keine Tax drauf. Es ist mehrwertsteuerfrei. Lebensmittel in den USA sind mehrwertsteuerfrei. Nur auf Gegenstände, wenn ihr jetzt hier ein Fahrrad kauft oder weiß ich was, hier so ein Spender oder ein Handy, dann kommen momentan in Las Vegas 8,35% drauf. So, Chicken. Chicken, Chicken, Chicken. Hier zahlst du für Chicken. Für das hier, und das sind jetzt ein bisschen über ein Kilo, 6 Dollar. Und Shrimps, auch ganz wichtig. Ist ja auch, liebe ich ja. Kosten 340 Gramm, 5,48 Dollar. Und wenn du natürlich auch noch einen schönen Fisch haben möchtest, der kostet 8,47 Dollar, dann kriegst du ein schönes Atlantikfilet. Na, wer von euch kriegt schon Hunger? So, Agnus Beef, das etwas bessere, 15,24 Dollar. So, M&M-Packung, 9,98 Dollar für über ein Kilo. Gute 1,1 Kilo. Und gibt es natürlich auch, also hier oben fängt es an mit Karamell. Peanut, was wir so kennen. Milchschokolade. Peanut Butter. Sehen die denn schon so aus? Und hier unten haben wir nochmal mit Brownie. Und guck mal, das liebt ihr, oder? Das gibt's in Deutschland nicht. Die Reese's. Nee, ist kein Meereszeug, ja, das ist richtig. Alles, was aus dem Wasser kommt, außer Thunfisch. Also wenn der Fisch verpackt ist in einer ordentlichen Dose, dann können wir drüber reden. Aber ansonsten bin ich da kein großer Freund von.
So, wo gehen wir denn hier vorne rein? Was gibt's denn? Was kostet Brot? Hier die Abteilung, die rechte Seite ist nur Toastbrot. Und Hamburger Brot und so weiter. Richtig teuer. Organic Bread $5 für 709 Gramm. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Noch nicht mal ein Kilo Brot, $5. Und dann im Gegenzug, wo haben wir das günstigere? Das gibt es noch für $1 hier unten. $1.68 hier unten. So, für diejenigen, wo es nicht ganz so dicke ist, 88 Cent für Sandwich Wheat. So, und dann hast du das hier. Wird man auch satt. Also alles da, von 88 Cent bis $5. So, warte mal, ihr schreibt, kannst du, das ging zu schnell jetzt. So schnell kann ich gar nicht lesen. Reese's gibt es auch in Germany. Hier, die Dinger. Twinkies, Banana, Mixed Berry, Chocolate, Orange, Einhorn, Birthday Cake. Guck mal, wie viele Sorten die hier haben. Ist immer so toll, so, ja René, wenn du in den Supermarkt gehst, bringst du mir Twinkies mit? Ja, welche denn? Ja, die ganz normalen. Mhm. Ja klar, machen wir, ist doch kein Thema. Deswegen mit mitbringen ist immer so eine Sache. So, hier vorne kannst du zum Beispiel Korn kaufen, also Maiskolben, 4 Stück für $1, da unten steht der Preis. Und dann kannst du dir die hier selber zupfen und kannst das Übrige hier reinhauen und nimmst einfach Korn mit. So viel Kohlenhydrate. Hier geht's ja weiter. Die schöne Kuchenabteilung. Passend zum Independence Day. So, jetzt mal ernsthaft, Leute. Jetzt stellt euch mal vor. Ihr kauft sowas in Deutschland und da steht jetzt nicht USA, sondern Deutschland drauf. So, Barbecue-Soßen hier auf der rechten Seite. Ich lese immer nur René, meine Frau. Flippen die Frauen gerade aus wegen dem ganzen Essen? Jetzt kommen wir für die richtige Männerabteilung. So, für Grillen, ich zeige euch meine Lieblingssoße. Wo haben wir die denn hier? Von der Sorte Honey Barbecue. So, 1,1 Kilo kosten $3. Und ich finde sie lecker. Vorher habe ich Whisky-Barbecue-Soße gehabt, die gibt es aber nicht mehr von Jack Daniels. Keine Ahnung, die ist komplett aus dem Sortiment raus. So, aber guck mal, wie viel Grillsoßen wir hier haben. Wann kommt die Getränkeabteilung? Das kann ich dir sagen. Da kannst du in einer halben Stunde nochmal einschalten. Da hinten. Wir machen mal schnell Durchlauf, ne? Weil wenn wir jetzt hier jedes einzelne, rechte Seite Mayonnaise, Ranch Dressing, könnt ihr übrigens auch mitnehmen nach Deutschland, kostet $1.98, habt da ein bisschen Amerika-Feeling, wenn ihr das nächste Mal hier seid. Es gibt aber keinen Walmart unten am Las Vegas Boulevard, ihr müsst also weg. So, hier hast du Mayo und Ketchup zusammen, das weiß ich, Ketchup und Ranch. Jetzt drängeln die hier schon alle. So, guck mal, hier haben wir meine Fischabteilung. Hier unten kostet so übrigens kaufen die für dich ein, ne? Du kannst online bestellen und die liefern gratis nach Hause und dann rennen die hier durch und packen alles für euch ein. So, also da unten ist meine Thunfischabteilung, da kostet jetzt der Thunfisch $1.36 oder $1.57. So,
Was gibt's hier? Soßen, Pasta ist, denke ich mal, nicht so wichtig. Kaugummi-Süßigkeitenabteilung, das müssen wir. Kaugummis. Und vor allen Dingen haben sie ja so kleine Verpackungen. Ne? Wir haben ja in Deutschland, da kaufst du so eine kleine Verpackung und hier kaufst du dann gleich das Achterpack für $6,60. Liefern die auch nach Deutschland? Ich glaube nicht. Es gab ja in Deutschland mal Walmart, die sind gescheitert. Aufgrund der Arbeitsbedingungen. Aber guck mal, wir haben sogar, ist das deutsche Qualität, Schweizer Qualität? Wert das Original? Kostet aber auch schon $10. Oder die Riesen, wo ich sage, die Blombenzieher. Das ist nur ein Süßigkeitenregal, das andere kommt auch noch. So, Haribo, deutsche Qualität, 1,84. Gibt es auch günstiger im 99-Cent-Store für $1, aber da ist dann auch nur ein Drittel drin. Haribo, und ich glaube, die große, man muss aufpassen, ich habe es auch erst letztens gelernt, die schmecken anders. Die kleinen Packungen werden in Mexiko hergestellt und die großen in der Türkei. Und man soll die aus der Türkei holen. Und das sieht man auf der Rückseite. Wo haben wir es? Oh, hier unten. Guck mal. Made in Germany. Haribo Amerika. Made in Germany. Und hier oben, mal schauen, was wir hier haben. Hier steht drauf, auch Made in Germany. Wo haben wir die denn mit der Türkei? Sind es die sauren? Oder steht das irgendwo anders drauf? Ich will mich ja hier nicht blamieren. Auch made in Germany. Vielleicht kommt es auf den Supermarkt drauf an. Ich will euch da nichts Falsches erzählen. Das ist richtig teuer hier. $10,88. Walmart in Berlin war am S-Bahnhof Neukölln. Ich weiß, S-Bahnhof Neukölln, rechts daneben. Und dann war da vorher oder danach war Plaza gewesen. So hieß das damals. Guck mal, wir haben sogar Knoppers hier. Die können wir eigentlich mal kaufen. Die nehmen wir mal mit. Kosten 8 Stück, 3,98. Knopper ist auch so typisch deutsch. Ups, der fällt das hier gleich raus. So. Reese's in. Da müssen wir, das muss ich euch zeigen. So vielen Varianten. Mal mit Brezeln noch mit drin. Peanut Butter, ganz dünne in weiß, in dark. Mit Kit Kat gemischt. Und dann noch in den Packungen hier. Ich habe die noch nie gegessen. Ich wohne seit 8,5 Jahren hier. Ich habe es noch nie gegessen. So. Da oben haben wir dann so eine große Packung, wo du denn die Twix drin hast. Snickers. Hier hast du die verschiedenen 135 verschiedene Stücke für $10,50. Und das Ganze wiegt 1,1 Kilo. Oh ja, Reese's. So, das ist teuer für Getränke. Ich erkläre euch, wenn wir in der Getränkeabteilung sind, was Getränke normalerweise kosten. Aber 24 Dosen für $8,38 ist teuer. So, hier ist die Backabteilung und Öl, das brauchen wir nicht. Cornflakes. So, dieses ganze Regal ist nur Cornflakes. Bei Smith, wo ich sonst einkaufe, ist es noch ein bisschen größer. Achso, hier links haben wir dann auch nochmal Cornflakes. Aber das geht dann nur bis hier vorne. So, was wir aus Deutschland nicht kennen, vielleicht nur aus der Metro. Du kannst auch gleich so eine große Packung Cornflakes kaufen. Ja, dann kannst du hier den, wie so ein Hundefuttersack. Für $5,98 und du hast hier drin bei Frosties
1,1 Kilo. Und 1,1 Kilo in Cornflakes ist schon, es wiegt ja nichts. So, übrigens auch, wenn ihr jetzt Leute habt, die Amerika-Fan sind, ich sag's immer wieder, schreibt den Namen von denjenigen rein. Derjenige bekommt automatisch Bescheid, dass wir einen Stream machen. Und dann kann der sich hier reinschalten und dann kann der die Cornflakes sehen und die Süßigkeiten und die Getränke und was wir dann gleich noch so alles haben werden. Wir können in die Fernsehabteilung gehen, gucken, wie teuer hier ein Fernseher ist. Das ist natürlich lecker, weil mit Schoko. Peanut Butter Cups, gleich zum Frühstück. Oder hier, Chocolate Chips, Cookie Bites. Alles für den kleinen Hunger. Und sogar hier unten die deutschen Standard-Cornflakes. Very Berry. Auch natürlich immer alles neu. Neu. Die habe ich eine Zeit lang sehr gerne gegessen. Die kann ich jetzt mittlerweile nicht mehr sehen. Die gibt es dann aber natürlich auch mit Blueberry, mit Strawberry, mit Cinnamon. Ich vergesse das immer auf Deutsch, was das ist. Mir fällt immer bei Cinnamon nicht das deutsche Wort ein. Es ist unglaublich. Captain Crunch. Was kosten die Lucky Charms? Wo hast du die gesehen? Guten Morgen, Hallöchen. Was sind Lucky Charms? Ist das Cornflakes? Guck mal, Feuerstein. 50. Geburtstag. Zimt, ja, Zimt. Damals. Kennt ihr die noch? Und selbst von Reese's könnt ihr Cornflakes kaufen. Ich hab die Schnauze voll, ich mach mir jetzt eine Schüssel Crunchy Nut. Ja, guten Appetit. Und hier den Standard Cornflakes, was ich kaufe. Ich mach euch nur heiß, ja. Morgen wird ordentlich eingekauft werden. So, was haben wir hier? Achso, du hast denn oben natürlich an den Regalen auch noch was wo steht, ne? Das heißt, wenn du Mitarbeiter fragst, dann sagt er einfach A12 und da findest du dann Sirup, Pancakes, da hinten ist die Sugar-Abteilung. Wir können noch ganz kurz gucken bei Zucker. Das sind ja so die üblichen Lebensmittel. Was kostet hier Zucker? Zucker kostet 2 Dollar für 4,5 Kilo. Ich weiß nicht, was es in Deutschland kostet, keine Ahnung. Dann haben wir hier noch irgendwo Mehl. Ist das Mehl? Das sieht gut aus, oder? Kostet das günstige auch mit, Gott, wie viel ist denn da drin? Auch 4,54 Kilo, 3,24 Dollar. Oder wenn du die bessere Sorte haben möchtest, 4,88 Dollar. Da sind wir ungefähr bei 4 Euro umgerechnet. Das ist unnormal geil krank. Gewürze haben wir noch hier. Selbst Weber. Aber ich benutze ja, da muss ich eine Empfehlung aussprechen. Ich liebe ja Blockhauspfeffer. Kauft euch Blockhauspfeffer in Deutschland, entweder beim Blockhaus direkt oder ich glaube bei Kaufland gibt es das auch. Mega lecker. So, Popcorn und die Chipsabteilung. Rechte Seite, nur Chips, die gehen wir jetzt auch gleich alle durch. Und hier natürlich für 6,13 Dollar 24 Pakete Kilo Popcorn mit extra Butter. Und du kannst ja auch irgendwo die flüssige Butter, warte mal, also wir haben verschiedene Verpackungen in verschiedenen Größen natürlich. Und irgendwo ist flüssige Butter. Popcorn, Season Spray.
White Cheddar kannst du dir raufhauen. Du kannst natürlich auch die Reinkörner hier nehmen. Ich habe ja so eine Popcornmaschine zu Hause. Guck mal, du kannst sogar das hier kaufen, was es im Kino gibt. Und da ist Popcorn gleich drin. Wie geil ist das denn? Haust in eine Mikrowelle und dann ist der Topf voll. Das ist ja mal eine coole Idee. Für $2,28. Wo habe ich die? Irgendwo muss flüssige Butter sein. Hier, da haben wir sie. Movie Theater Butter. Einfach rüberschütten, erwärmen. Mega lecker. Und natürlich, wenn du noch ein paar verschiedene Flowers rauf haben möchtest. Nacho Cheddar. Die Amis sind krank, oder? Aber geil. So, rechte Seite. Chips. Warte mal, wir müssen hier kurz mal die Fahrbahn wechseln. Jetzt kommt der nächste hier. Das ist so cool, was die anbieten. Das machen sie seit Covid. Und die kaufen für dich ein, packen alles ein. Und dann stehen da Nummern drauf und die haben vorne Kühlregale. Und da kannst du dir das entweder abholen oder sie liefern dir das. Der Oberknaller. So, hier große Chipstüten. Die sogenannten Multipacks. Die nehme ich ja zu meinen Touren mit. Diejenigen, die schon mal Touren bei mir mitgemacht haben. Hier unten kaufst du so ein Multipack. Kostet $11,68. Und dann hast du 28 verschiedene Pakete drin mit diesen Sorten. Oder auch mit diesen Sorten. Meine Lieblingssorte ist oben in der Mitte, die drei Stück. Der Rest kann alles weg. Oh Gott, wenn die Leute hier sehen, dass ich auf dem Boden hocke. Oder bring es zum Auto. Ja, zum Auto bringt es auch. So. Chips. Doritos mit ganz deutsch scharf, damit auch schön die Fresse wegbrennt. Extra Koffer nur für Lebensmittel. Also ich kann euch sagen, ich habe damals... Warte, ich komme gleich dazu. Wir machen erstmal das Regal zu Ende. Und du kannst ja dann auch gleich die Dips hier dazu nehmen, ne? Oh. French Onion Dip. Käse-Dip. Schön fürs Kino. Lays. Sehr verbreitete Sorte hier. Und natürlich die Käsebälle. Dürfen auch nicht vergessen werden. So, also ich kann euch sagen, oh, jetzt kommt meine Getränkeabteilung. Aber erst erzähle ich euch das. Also, ich war ja schon damals so Amerika-verrückt, so toll und so oft in Las Vegas gewesen, dass ich zu Hause wirklich Sehnsucht hatte nach USA. Und um mir das Feeling so ein bisschen nach Deutschland zu holen, habe ich, wo ich hier war, immer ein 12er-Pack Cherry Coke gekauft. So, und die Cherry Coke schmeckt hier anders wie in Deutschland. Der eine mag das mehr hier, also sagen wir mal, sie schmeckt halt einfach anders. Und ich habe von den 12 Dosen 6 Stück hier in den USA weggetrunken. Und 6 Stück habe ich eingepackt, extra noch in Tüte und so weiter, in Koffer und in Socken eingepackt, dass es auch definitiv nicht kaputt geht. Und habe es in den Kühlschrank gepackt. Und immer, wenn ich es wirklich nicht ausgehalten habe, das ist kein Scheiß, und ich so eine Sehnsucht nach Amerika hatte, bin ich zum Kühlschrank, da durfte auch kein anderer ran, ganz nach hinten gegriffen, die Cherry Coke raus, getrunken. Und dann hast du diesen Geschmack drin, als ob du gerade in Amerika bist. Dann sagst du, ja, alles gut, der nächste Urlaub ist gebucht. Mega geil. So, und das habe ich einmal mit Cherry Coke gemacht. Und ihr werdet es nicht glauben, ihr kennt diese Duschproben aus dem Hotel. Selbst die Duschproben habe ich mitgenommen und die haben auch so irgendwie so einen eigenen Geruch. Und dann weißt du, Mensch, du bist im Urlaub und sonst irgendwas. Und diese Duschprobe habe ich mir tatsächlich hingestellt. Und auch wenn ich extreme Sehnsucht hatte und keine Cherry Coke mehr da war, habe ich diese Duschpackung aufgemacht, so ein bisschen gedrückt, dass der Dampf da rauskam. Und dann hat es gerochen, als ob ich in Amerika unter der Dusche stehe. Und dann dachte ich mir, ja, das ist dein Ziel steht fest, du musst irgendwie da hinkommen, irgend so. Also nur mal so nebenbei erzählt, das kann man machen, um die Sehnsucht so ein bisschen runterzuhauen. So, Getränkeabteilung. So, wo haben wir denn hier das 12er-Pack? Da vorne, die haben nur die großen, hier unten. Ich sag gleich, es ist arschteuer und nehmt das nicht als Vergleich. Also,
einzelne Dosen, ich weiß gar nicht, ob du hier einzelne Dosen kaufen kannst, die haben die im 12er-Pack hier. Das 12er-Pack kostet $5,28. Ganz wichtig, das ist völlig überteuert. Momentan kostet das Gleiche, wenn du das viermal kaufst, das heißt 48 Dosen bei Smith, das ist ein Supermarkt, wo ich sonst immer einkaufen gehe, $11. Und $11 ist eigentlich schon teuer. Das Allergünstigste, was ich mal erlebt habe, waren 48 Dosen für $8,88. Und jetzt könnt ihr euch das ja selber ausrechnen mit dem Taschenrechner. 48 Dosen, sagen wir mal $11. Es gibt ja keinen Dosenpfand hier. Das ist schon ziemlich günstig. So, was kostet Wasser hier? 28 Wasserflaschen mit jeweils einem halben Liter kosten, ich glaube, $3,98. Das müsste hier der untere Preis sein. 28er Pack, ja, das haut hin. Hier $3,98. Ihr seht 20 OZ, also 20 Unzen und 28er Pack. Und das sind die hier. 28er Pack kosten $4. Der Preis ist völlig in Ordnung. Jetzt müsst ihr mal überlegen, wie viel ihr am Las Vegas Boulevard zahlt, wenn ihr hier zu Urlaub seid oder allein im Hotelzimmer, was das kostet, so eine Wasserflasche zu holen. Oder typisches Beispiel, die Fidschi-Wasserflasche. Das ist jetzt die große. Das sind 1 Liter. 1 Liter Fidschi-Wasser kostet bei Walmart $2,39. Ich sage dir, dass du dafür, ich glaube, für die 0,75 Liter Wasserflasche zahlst du im Wynn und im Luxor Hotel und im Mandalay Bay, ich glaube, $18. Da werde ich gerne Lieferant. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du denn in so einem Hotel bist, was 4000 Zimmer hat, jedes Zimmer hat eine Minibar und du musst da die Fidschi-Wasserflaschen jeden Tag auffüllen und du bist der Fidschi-Wasserlieferant. Dann machst du dir mal ordentlich die Taschen voll. So, hier unten Dr. Pepper, kann ich auch nichts mit anfangen, ist jetzt nicht ganz so lecker. Hier oben, bei uns sieht die Fanta anders aus. Bei euch ist die Fanta, glaube ich, gelb, wenn ich mich recht erinnere. Und hier ist die Fanta Orange richtig orangenfarben, wobei mir die deutsche besser schmeckt. Kostet 1 Liter 1,25. $18, heftig, ja. Aber die Leute zahlen es. Weil die Leute sagen sich, ich bin 18 Stunden unterwegs, ich bin jetzt im Hotelzimmer, ich habe jetzt Durst, ich habe keinen Bock jetzt zum Supermarkt zu fahren oder runter zu rennen in die Lobby, um mir da irgendwas zu holen, also trinke ich das, fertig. Braucht ja nur jeder einmal machen. 4000 Zimmer, lass 3000 Zimmer belegt sein, davon die Hälfte. Die Hälfte entschließen sich, 1500 Leute entschließen sich am Tag eine Fidschi-Wasserflasche zu schnüffeln. Kostet $18, im Einkauf kostet die $2, sind $16 Gewinn. $16 mal 1500, da weißt du, wie die Nummer funktioniert. Und sie funktioniert, glaub mir mal. So, Diet Pepsi Wild Cherry. Diet Pepsi Koffein Free. Zero Sugar Mango, die Sorte kenne ich noch gar nicht. Die würde ich sagen, ist neu. So, dann haben wir die Pepsi Zero Sugar. Hier, vorhin wurde Wild Cherry geschrieben. Kostet $4,98, auch zu teuer. Also da nicht bei Walmart. Also wirklich, wer denkt, Walmart ist günstig, nein, ist es nicht. Und die Amis lieben natürlich so Schnäppchen. Mal schauen, ob wir das auch noch sehen. Hinten eine Getränkeabteilung, eventuell bei Orangensaft. Kauft 2, kriegt das dritte gratis. Solche Dinger laufen hier. So, Pepsi ist teurer wie Coca-Cola. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise ist es umgekehrt so. So, hier drüben haben wir die... Ach, was ist das jetzt für eine Abteilung? Ja, wo du so Aufschnitt kaufen kannst. Ob es Salami ist hier oben. Bei uns ist das anders verpackt und auch teuer. Das esse ich sehr gerne. Das kaufe ich. Das ist nichts anderes wie Hemm. Na hier. Jetzt fällt mir auf der deutsche Raum. Ach Leute. Es geht bergab mit mir. Schinken, oder? Hemm ist Schinken? So. Klopapier brauchen wir nicht. Es gibt aber wieder Klopapier.
und es heißt hier Toilet Paper. Ja? Also kommt nicht auf die Idee anzurufen, wenn ihr im Hotelzimmer seid und das Scheißhauspapier ist alle. Nicht, dass ihr dann einfach sagt, hello, I need a little bit Shithole Paper oder sowas. Das, dann wissen die nicht, was du meinst. So, soll ich euch auch mal erklären? Wir haben es schon mal im anderen Stream gehabt. Viele fragen mich, warum gibt es denn im Hotelzimmer, wenn wir schon beim Thema Scheißhauspapier sind, warum gibt es denn keine Klobürste? So, jetzt haben wir 304 Zuschauer, jetzt werden viele sagen, stimmt, da gibt es überhaupt gar keine Klobürste, ist mir noch nicht aufgefallen. Oder viele von euch sagen, ja, da gibt es keine, aber ich weiß nicht warum. Hier die Aufklärung. Kein Scherz. Das Hotel ist der Meinung, wenn du ein größeres Geschäft erledigt hast und etwas in der Schüssel übrig bleibt, kann man es dem Gast nicht zumuten, es wegzumachen. Das heißt, du sollst zum Telefon greifen, unten anrufen und sagen, du hättest etwas, was beseitigt werden müssen sollte. Und dann machen die das. So, was ihr jetzt draus macht, bleibt euch überlassen. Ist aber so. So, was kostet hier Klopapier? Ja. Yeah. So, 72 Rollen, ganz soft and strong, kostet $12,97. Ist also ziemlich teuer. Aber wir haben wieder Scheißhauspapier. Boah, nee, doch, ist so. Ich sag euch ja nur, wie es ist. So, Käse, bla bla bla. Hier diesen Scheibenkäse, das kennt ihr ja für Hotdogs. Und den gibt es natürlich auch mal in der etwas größeren Packung. Und zwar gleich in 2,2 Kilo. Für $12,67. Gibt es natürlich auch hier unten gleich mit der Ami-Flagge drauf. American für $3,97. So, Reinigungsmittel, Waschpulver, ja, da können wir ganz kurz rein. Hier, sehr empfehlenswert. $1,57, Garlic Bread, also Knoblauchbrot. Sehr, sehr lecker. Merken. Macht euch einen Screenshot. In den Ofen rein, mega lecker. Oder auf dem Grill. So, Tabs für einen Geschirrspüler. Kosten, was haben wir für eine Marke auch in Deutschland, Finish. 60 solche Dinger da, die da reinkommen, $12. Oder hier 40 Stück, $9. Palmolive, $2,48. Ist aber auch teurer. Ich glaube, bei Smith kostet es ein bisschen über $1. Ajax? Ist das nicht hier mit diesem Mr. Popper, wie der heißt? Der mit der Glatze? War das nicht Ajax? Da haben wir ihn doch. Der nennt sich hier Mr. Clean. Der kleine Schnüffel schon. Habt ihr gesehen? Ich habe nur mal die Kamera angehalten. Der Kleine weiß schon, was richtig gut schnüffelt. Der wird genauso enden wie ich später unter der Dusche. Oh, Las Vegas. Ja, das war eine schöne Zeit. So, hier sind die Packungen auch ein bisschen größer für... Was ist denn das? Ich glaube, das müsste hier für eine Waschmaschine sein, oder? Für 170 Ladungen sind insgesamt 7,5 Liter, kostet $11,97. Waschpulver in flüssiger Form. Persil ist dann natürlich ein bisschen teurer. Hier drüben Weichspüler, $6,48 für 3,1 Liter. Wasser, Chips, 2 für 5, guter Preis. Ice Cream, $3,48.
Und jetzt haben wir hier die Gefrierabteilung mit Kuchen. Übrigens habe ich hier letztens entdeckt Cheesecake. Ich war ja erst in der Cheesecake Factory gewesen und du kannst dir hier direkt von der Cheesecake Factory den Kuchen in kleiner Miniaturform, guck mal, kann man das sehen, es ist jetzt ein bisschen beschlagen. Wie viel Gramm sind denn das? Das ist nicht viel, das ist gar nichts. 97 Gramm. 97 Gramm Cheesecake Factory Kuchen kosten 2,47 Dollar. Du kannst aber auch hier oben, wo haben wir es denn? Dort, den ganzen Kuchen von der Cheesecake Factory, ist aber auch noch nicht mal ein Kilo, für 13 Dollar kaufen. Aber dann hast du den von der Cheesecake Factory. So, Pommes. Pommes. Wo haben wir die Standard-Pommes? Da unten. Die geringelten kosten 2,5 Kilo. Wo haben wir denn den Preis? Kostet nichts. Nur eine andere Sorte nehmen. Nehmen wir die teure Sorte. Da. 1,3 Kilo. Von den Pommes 4,74 Dollar. Ich glaube, das ist dann aber auch schon die etwas bessere. Hier oben, da haben wir es. 2 Dollar, nee, 5 Dollar. So, 2,5 Kilo, diese Pommes, 5,98 Dollar. Und das sind die leckeren. Da, jetzt ist, ich drehe mal um. Also die kann ich empfehlen. Die schmecken lecker. Rein in eine Fritteuse. So, ansonsten haben wir hier links auch ein bisschen Ice Cream, die etwas größeren Packungen. Hier unten der ganze Eimer mit 3,78 Liter, ist also eine Gallone Napoleon, also drei Sorten, Vanille, Schoko und Erdbeer für 5,87 Dollar. Gibt es dann auch nochmal im Eimer. Ice Cream Cups, schon gleich fertig gemacht. 12 Cups für 3,88. Also man kann günstig einen Kindergeburtstag organisieren. Ja, und hier darf natürlich nicht, ne, Waffeln. Waffeln, Pancakes, Frühstücksabteilung. So, Philadelphia haben wir hier auch. Schaut mal. So, das Original Philadelphia kostet 3,38 Dollar. Denn es ist in dieser Verpackung drin, ist aber das cremige. Und wenn du das normale holst, im Zweierpack 3,84 Dollar. Oder im Einerpack 1,69 Dollar. Also Zweierpack sind 453 Gramm. Also halbes Kilo. Für 3,84 ist es, denke ich, okay. Oh, ich bin hier im Weg. So, Pudding haben wir leider Gottes hier nicht. Dafür gibt es Quarkdinger. Die muss ich eigentlich auch noch kaufen. Aber jetzt gucken wir mal, wo wir die haben. Mit der Ecke. Oh, die kosten hier 1,22. Deswegen muss ich nachher noch zu Smith, weil so dicke habe ich es auch nicht mehr. Das ist Joghurt mit der Ecke. Da, so sieht das aus. Und meine Lieblingssorte, wo haben wir sie? Haben sie gar nicht. Haben sie eh nicht. Also kann ich es eh nicht kaufen. Mit Oreo-Dings drin. Und kosten bei Smith 1 Dollar, wenn du 10 Stück kaufst. Also 10 Dollar für 10 Stück. Und hier würde ich dann schon 12 Dollar ausgeben. Und da hat ja finanziell nicht mehr so dicke ist, muss man natürlich extra da mit dem Auto hinfahren, um nochmal Sprit zu verballern. So, Sour Cream. Ich muss noch Sour Cream, aber das mache ich nachher. So, Milch. Milch ist ein typisches Beispiel. Ihr kennt ja bei euch die 1-Liter-Packung oder 2-Liter-Packung. Hier wird alles in Gallonen verkauft. Eine Gallone 3,78 Liter. Und schaut mal, wie lange das haltbar ist. Bis 21. Juli. Frischmilch, keine Haarmilch. Und kostet 2,53 Dollar. Gibt es Magerquark pur? Wir haben hier drüben Quark. Quark oder, warte mal, Sour Cream ist hier. Wir haben irgendwas mit Greek
Griechisch. Sowas haben wir hier. Greek Vanilla ohne. Ich glaube, das ist sowas wie Quark. Non-Fat Joghurt. Oder ist es das hier? Ich back ja nicht. Ich habe ja davon keine Ahnung. Hier irgendwas mit 5%, 2%. Ich glaube, so richtig Quark gibt es nicht. Quarkersatz kannst du dir machen, wenn du Sour Cream nimmst und Sour Cream und Milch und das ordentlich verrührst. Das ist kein Quark. Siehst du? Gibt keinen Quark, ja. So, viele Deutsche finden das ganz toll, wenn sie einen Kaffee trinken oder Cappuccino, sich da sämtliche Cremesorten mit reinzumachen. Und da gibt es ordentliche. Guck mal. Kannst du dir einen schönen eine Latte machen mit Snickers. Oder mit Almond. Also, ihr wisst, was ich meine. So, Funfetti, Cinnamon, hier Zimt. Ich touch hier einfach alles an. Hier unten, das sieht irgendwie nach, ich weiß gar nicht, was hier drauf steht. Gar nichts. Also für jeden was dabei. Krass. So, das gibt's öfters im Angebot. Du kaufst Florida Orangensaft, kaufst du zwei, gibst den dritten gratis. Haben sie jetzt aber nicht im Angebot. Hier ist der nächste, der einkaufen geht. So, Butter. Was kostet hier Butter? Da steht drauf, it's not Butter, aber es schmeckt wie Butter. Das benutze ich immer zum Kochen und auch zum, wenn ich ein Brot habe. $3,22 für, wo steht denn, wie viel da drin ist? 425 Gramm. Gibt es natürlich dann auch in der etwas kleineren Verpackung. Aber die haben auch normale Butter irgendwo. Da, das ist normale Butter. Einmal gesalzen, einmal ungesalzen. Da haben wir die gesalzene Butter und die ist dann in so Packungen da drin nochmal verpackt. Ich zeige euch das mal, wenn ich zu Hause bin, nicht heute. Und ja, dann kannst du die einzelnen Dinger da rausnehmen. Einmal gesalzen, einmal ungesalzen. So, da gibt es Eier. Eier, Eier, Eier. Gibt ja viele, die haben keine Eier in der Hose. Können sich hier ein bisschen was einkaufen. 18 Stück. 18 große Eier, 1,88. Aber da bin ich auch so, dass ich immer gucke von den guten Hühnern. Ich kaufe meistens das hier, kostet $3,05, aber da käfigfrei und Landhaltung, das ist es mir wert. Ob ich 1,88 ausgebe oder 3,05, habe ich da zumindest ein etwas besseres Gefühl. So, ich glaube, wir sind in der Lebensmittelabteilung durch. Ich weiß auch gar nicht, wie spät wir das haben. Ja gut, hier gibt es natürlich dann ordentlich Pizza zu kaufen. Auch nicht so teuer. $3,98. Und dann hast du hier eine Pizza. Ob die jetzt lecker ist, sei mal dahingestellt. Ich habe übrigens was vor. Das wollte ich schon heute Nacht machen, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Aber heute wäre gut gewesen. Vielleicht mache ich das heute Abend mal gucken, weil ich will gucken, dass die Stadt voll ist. Folgendes, weil viele sagen ja, Mensch, das ist ja alles so teuer in Las Vegas und kann man denn da überhaupt überleben? Ich werde jetzt einen Versuch machen, aber nicht im Livestream, sondern ich werde das aufnehmen, weil es sonst zu lange wird. Mein Plan ist, eine Stunde durchs Casino zu laufen mit der Kamera und überall an den Automaten zu gucken, wer Geld vergessen hat. Ich habe euch das ja schon öfters gezeigt im Livestream, dann haben die Leute mal 20 Cent, mal 50 Cent, mal 70 Cent, mal 17 Cent und so weiter. Und ich will eine Stunde durchlaufen durch ein, zwei, drei Casinos und will mal gucken, wie viel man in einer Stunde zusammenbekommt oder in zwei Stunden. Und dieses Video werde ich dann zusammenschneiden, natürlich im Schnellvorlauf und immer, wenn ich was rausdrücke, dann kurz machen. Und am Ende dann nach ein oder zwei Stunden gucken, wie viel Geld man zusammenbekommt. Einfach mal, um zu gucken, wenn mal der Fall eintreten sollte, dass irgendjemand hier ist und er wird aus irgendeinem Grund obdachlos, ob man damit überleben könnte, sich davon pro Tag ein McDonald's-Menü zu kaufen.
Ich sage, es ist möglich. Nach meiner eigenen Erfahrung. Und wir werden es dann einfach mal ausprobieren. Also das steht auf der Liste. So ein richtiger Assi-Stream. Das machst du doch schon jeden Tag. Wenn ich durchlaufe, mache ich das jeden Tag. Es geht nicht anders. Wenn ich durchs Casino laufe und da ist Geld, egal ob es auf dem Boden liegt oder im Automaten ist, ich nehme es mit. Ist ja klar. Ich weiß ja, wo ich herkomme. So, Hundefutter. 25 Kilo. Trockenfutter. 22,98. Das ist aber auch teuer. Das gibt es bei Sam's Club günstiger. So, Hundeabteilung, Babyabteilung. Hier, ich habe mal für meine Cousine irgendwelche Schnuller hier gekauft. Wo war denn das da vorne? Die sind hier deutlich günstiger wie in Deutschland. Können wir mal kurz gucken. Hier, das war das hier. Die Dinger habe ich gekauft, was auch immer das ist. Aufsatz für eine Flasche. $3,78. Könnt ihr ja mit Deutschland mal vergleichen. Könnt ihr euch natürlich auch kaufen, wenn ihr keine Kinder habt. So, guck mal. Hier hätten wir auch noch die Klobürste to go. Die könnt ihr da doch mit in den Flieger nehmen. Kostet $1,97. Das ist doch mal eine Idee. Was es nicht alles gibt. Ja, was haben Sie denn was zu verzollen? Naja, ich habe mit 3 Bonbons, 4 Haribo und eine Scheißhausbürste. Ah, alles klar. Dann können Sie durchgehen weiter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß am MGM Grand. Warum haben Sie denn die Scheißhausbürste? Das gibt's dann nicht. Ja, alles klar. So, Klamotten für die Kleinen. $4,69. Also, wenn ihr in Amerika wohnt oder ihr irgendwann mal hier hinzieht, für Kinder, es gibt hier so günstige Sachen. Jetzt mal abgesehen davon, ob das jetzt riesentolle Qualität ist oder nicht. Aber wenn du hier ein T-Shirt hast für $3,98, bitte, trägt das Kind ein Viertel, halbes Jahr, dann schmeißt es weg. Kaufst du 10 Stück, $39. Kinder wachsen eh raus. Oder hier so ein kleines Kleid, $4,69. Kein Geld, oder? Finde ich jetzt. Oder hier drüben geht es ja noch günstiger. $2,98 für ein T-Shirt. Fernseher. Was haben wir? 58 Zoll. Flachbild. $398. Oder wenn es teurer sein soll, größer, ein 75 Zoll Fernseher für $762. Da haben wir auch nochmal einen von Samsung. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist, wenn man überlegt, ich habe die früher in Deutschland verkauft. Ne? 60 Zoll, $578. Da kommt denn Mehrwertsteuer drauf. 3,5%. Also ein bisschen über 8% Steuer kommt da nochmal oben drauf. Philips in den USA, 65 Zoll. 65 Zoll Fernseher, Leute, für $498. Das sind umgerechnet 400 Euro. Jetzt ja noch billiger, natürlich kleiner. Das ist ein 32-Zoll-Fernseher für $148. Samsung Crystal UHD 70 Zoll, $6,98. Das ist mega billig. Ist ganz gut, dass ich in der Branche nicht mehr arbeite. Da gibt es kein Geld mehr zu verdienen. So, und da hinten stehen denn die ganzen Fernseher. So, hier kannst du dir DVDs holen für einen Fünfer. Sowas gibt es ja in Deutschland auch.
Ja, Zoll mal 2,5. Aber in Deutschland ist ja auch, da wird ja 40 Zoll und so weiter. So, hier kannst du Möbel kaufen. Schulmaterial kannst du hier rechts kaufen. Möbel, das heißt, kannst du auch einkaufen gehen, dein Haus einrichten. Hier kommen wir in die Kinderspielabteilung. Na hier, was ist denn das? Bowling. Für 1998. Puppen. Ganze Schlösser, ach, ganz wichtig, das ist bei den Amerikanern sehr wichtig, dass die jungen Kerle auch gleich gut erzogen werden, damit man weiß, was richtig ist. Ne, für 1997, 57 Sachen, Try Me for Sound. Ja. So. Damit ihr Bescheid wisst. Wer will denn so eine Feuerwehrstation haben? Also bitte. Was ist denn hier los? Wer macht hier Alarm? Das hier? Hallo? Oh Gott, nee. Der weint ja auch noch. Und oh, guck mal, was für eine Schweinerei. Adoptiere mich. Das läuft natürlich, ne? Gehst du hier mit deinem Kind spazieren? Oh, Mama hier und... So, Puppen. Pferde. Spike im Regal, ja. Kinderspielabteilung. Kinderspielabteilung. Also ihr solltet es vermeiden. Selbst Lego haben wir hier. Ich weiß jetzt... Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Back to the Future. Mit Dr. Brown. Und den Hund. 4473. Oh Gott, habe ich viel früher mit Lego gebaut. Selbst Harry Potter gibt's für einen Hunderter. Könnt ihr euch mal die Nummer hier? Hogwarts. Macht euch einen Screenshot, guckt, was in Deutschland kostet. 878 Teile für einen Hunderter. Einstein. Und Kopernikus. Das muss irgendein anderer Hund noch gewesen sein. So. Links geht's weiter mit Spiele. So, Fahrräder. Kinderfahrräder mit Stützrad für $88. Komplettes Fahrrad. Also bitte, wer sich das nicht für seine eigenen Kinder nicht leisten kann, der sollte keine Kinder in die Welt setzen. Mega cool. Aber die haben immer noch so wenig Fahrräder. Ich wollte ja letztes Jahr hier ein Fahrrad kaufen zur Corona-Krise und die hatten keine Fahrräder. Hier so ein Kinderfahrrad, $124. $88 für so ein Fahrrad. $88 für ein gesamtes Fahrrad. Also mit Mehrwertsteuer noch nicht mal ein Hunderter. Das sind 80 Euro umgerechnet für ein Fahrrad. Und da frage ich mich dann immer, was muss sowas in der Herstellung kosten? Das Ding wird irgendwo in Asien hergestellt, muss zusammengebaut werden. Da sitzen dann irgendwelche kleinen Männchen, die das hier alle zusammenschrauben, dass das auch alles passt. Dann muss es in Container, dann muss Walmart davon leben. Die müssen hier den Strom bezahlen, die Klimaanlage bezahlen, die Mitarbeiter bezahlen. Ja. So, Sportabteilung. Ist ja nicht so mein Ding. Aber für die Amis... Vielleicht braucht ja auch der ein oder andere für seine Tür zu Hause so einen Schläger, falls er dann mal rausgeht und Sport machen will. Ne? Das könnt ihr denn hier mit einkaufen. Fußball, ganz wichtig. Ihr wisst ja, ich bin ja auch ganz großer Fußballfan. So, dann gehen wir mal hier nicht weiter.
Sonst kaufe ich mir noch einen Fußball, das wollen wir ja nicht. So, drüben gibt es Autoreifen, da kommen wir aber gleich nochmal hin. Ganz viele, da hinten sind Zelte. Das war früher hier so die Sportabteilung, wo du auch Waffen kaufen kannst. Jetzt kannst du nur noch Messer kaufen. Und eine Angel. Rucksäcke, Kühltaschen. Angelabteilung. Die haben ja schon mal einen Stream gemacht im Bass Pro Shop. Wer das gucken will, geht auf meinen YouTube-Channel und gibt dort Bass Pro ein. B-A-S-S, Leerzeichen P-R-O. Und da geht es um Angeln oder allgemein Outdoor-Zeug. So, Autofußmatten kosten 4 Stück. Die du dir wahrscheinlich selber zusammenschneiden kannst, $29. Geht dann aber auch günstiger. Für 2 Stück $19.69. So, da kommen wir nicht durch. Ja, no problem. Hier drehen wir einmal um. Warum keine Waffen mehr? Keine Ahnung. Vielleicht, weil sie vielleicht gemerkt haben, Waffen ist der falsche Weg. Ich weiß es nicht. So, Autozubehör, Reinigungszeug, Scheibenwischer. Autobatterien, hier kaufe ich immer die Autobatterien, weil die haben 3 Jahre Garantie. Jetzt kostet so eine Autobatterie $64.78 oder $79 oder $74 oder $89, je nachdem wie groß die sein muss. Und hier ist die Autoreifenabteilung. Achso, was hier noch sehr günstig ist, wartet mal, Öl. Das kaufe ich hier auch und zwar 5W30. Von Mobile One hier unten. So, jetzt guck mal, ihr zahlt hier für. Ach, wie viel ist denn das jetzt in Liter? Weiß ich, sind das 4,7 Liter? Ich weiß es gar nicht. 5W30, was Gutes, kostet hier $22.37. Ich zahle ja für einen kompletten Ölwechsel. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Kriege ich Angebote nach Hause? Ölwechsel inklusive Filter und Öl. Hat bis letztes Jahr $9.95 gekostet, kostet jetzt, ich glaube, $11.95 oder $12.95. Da hauen sie dir natürlich die billigste Plärre rein. Ich gehe hin, mache trotzdem den Ölwechsel für jetzt $11.95, kaufe hier aber das Öl für $22 und sage, hau mir das gute Öl rein, was Unlimited Meilen hat oder, ja, nur das Beste. Ich finde es nicht teuer, $22, bei euch $78. Ja, wollen wir denn irgendwie, soll ich hier was einkaufen und mal einen Container nach Deutschland schicken? $10W30, $24. Also ihr könnt natürlich auch auf Walmart.com gehen und könnt euch dort die Preise anschauen. Die haben natürlich noch viel, viel mehr. Castrol, $19. So, rechte Seite, Ölfilter, Luftfilter und auch die Ölfilter finde ich jetzt nicht so teuer. Wenn du hier die beste Firma nimmst, $9. Geht natürlich auch für $5.63. So, und da mal die Autoreifenabteilung. Mit anschließender Werkstatt, aber die wird heute zu haben wahrscheinlich. Da hinten. Nee, die haben sogar offen. Da ist die Autowerkstatt, da kannst du hin und da machen sie dir gleich die Reifen rauf. So, René, was haben Sie denn bisher eingekauft? Knoppers, Cherries und Garlic-Zeug. So. Basketballkorb, der ist teuer, 220. So dicke haben wir es auch nicht mehr. So, jetzt wollen wir, jetzt steht die da mit dem Ventilator, dann müssen wir da durch. Jetzt kommen wir hier in der Werkzeugabteilung. Poliermaschinen, Staubsauger.
Wir gehen noch kurz zur Gartenabteilung. Ich kann euch ja nicht jedes einzelne Regal zeigen, dann sind wir hier 4 Stunden unterwegs. So ein Nassstaubsauger, ganz gut, wenn du einen Hund hast, $949 oder $198. Der macht dann alles nass und trocknet gleichzeitig. Ich bräuchte eigentlich auch mal wieder einen neuen. Überleg mal, alles, was ich jetzt habe, ist auch schon 8 Jahre alt. Eine Waschmaschine, Trockner, na Trockner nicht ganz so lange, 5 Jahre. So, hier Kissenabteilung, Schminke, wollt ihr Schminke? Komm, wir haben Frauen dabei im Stream. Haben wir Frauen dabei und wollen wir in die Schminke reingucken? Anders, wir gehen erst Outdoor für die Kerle und danach gehen wir in die Schminkabteilung. Hier ein Grill, $97. So, Outdoor. Ich muss sogar noch kaufen Insektenvernichter. Das ist sehr gut, das können wir hier gleich für Kakerlaken. So, Grillabteilung. Oh, hier ist aber deutlich wärmer. So, hier kannst du dir denn die ganzen Grills kaufen. Für, steht gar kein Preis dran, ist aber alles der gleiche. Doch, $97. Oh, mit zweiter Etage. Auf jeden Fall Schminke. Gibt natürlich dann auch bessere für $497. $247. Aber auch, also vom Gefühl her, ich mag ja keinen Gasgrill. Vom Gefühl her ist das jetzt nicht so teuer. Gartengeräte, wo du hier den Rasen dann am Rand trimmen kannst. Auch, oh, gleich ein Doppelpack. Mit einem Blasegerät dabei. Blower. Also wer gerne mit Blasen zu tun hat, $158, einmalige Investition. So sieht er denn aus. Mit. Aber Akku ist leer. Und es liegt gut in der Hand. Und für allen was dabei. Ein bisschen was Weißes und was Schwarzes. Und vorne zur Spitze hin wird es dünner, damit der Druck mehr ist. Gibt es natürlich dann auch noch von einer anderen Sorte. Wasserschlauch, made in USA. So ein Baumarkt ziehen müssen wir auch machen. Wir müssen ins Home Depot, du hast recht. Steht auch auf der Liste. Oh. Grills, 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 Feuerstellen. Oh, es geht ja noch weiter. Aber da machen wir nur ganz kurz einen Schwenker. Hier kannst du rausgehen und dann kannst du hier, das ist aber eine ganz kleine Abteilung, Steine kaufen, Dekosteine, Gartenstühle, mega hässlich. Und was du aber in Las Vegas brauchst, ist die hier Salz. Kostet $4,97 für 18,1 Kilogramm Salz und das haust du in deine Anlage rein und dann hast du kalkgeringeres Wasser, also nicht kalkfreies Wasser. Du kannst es kalkfrei machen, aber dass nicht so viel Kalk durchkommt, weil wir sehr kalkhaltiges Wasser hier haben in Las Vegas. So, und da hinten kannst du Blumen kaufen. Oder so eine ganze Sitzecke hier. Auch nur Zweier. 174. Und da ist dann die Gartenabteilung. Und da könnt ihr dann Blumentöpfe... Streusalz. Ja, die Tabletten, die sind aber ein bisschen groß. So, guck mal, was wir hier für Ventilatoren oben haben. Es ist auch eine Hitze hier, weil das nicht klimatisiert ist. Wir müssen zurück. So, Schminkabteilung. So, jetzt Mädels, wenn ihr Freundinnen habt,
oder auch Freunde. Ich will ja da keinem zu nahe treten, ne? Sagen wir mal so, für die Personen, die sich gerne schminken oder irgendwas zu tun haben, sich da was, um netter auszusehen, bitte jetzt den Namen unten reinschreiben. Und dann gucken wir uns den ganzen Dings jetzt hier an. So, wo fangen wir denn an? Das ist, glaube ich, so Reinigungszeug, oder? Neutrogen. Ihr müsst mir jetzt natürlich auch ein bisschen helfen. Wimpern. So. Multipacks, $4.98. Oder $9.84. Abschminktücher. Ja, ich kenne mich aus. Cream Clear. Die Verpackungen sehen aber auch toll aus, oder? Deep Action Schrubber. So. Hier sind wir ja in meiner Abteilung. Probierst du auch Lippenstift? Können wir ja gerne mal gucken, ne? Welche Sorte wir da nehmen. Hier stehen aber auch keine Preise dran. Doch, $5.64 ein Lippenstift. Wo sind die Tester? Oh, das gibt's am Las Vegas Boulevard. Wenn du da in manchen so Schminkshops reingehst, da kannst du dich schminken lassen. Genauso auch bei Macy's. Da kannst du dich hinsetzen und dann schminken die dich for free, um dir natürlich dann das ganze Zeug anzudrehen. So, $9.98 für irgendein Lash. Was ist gleich mit Security? Die werden dich gleich von der Zügel raus begleiten. Damenware, Philipp, das kann durchaus möglich sein. Was machen Sie denn hier? Haben Sie hier so ein Fetisch auf Schminke? Ja, habe ich. Wollen Sie mich jetzt diskriminieren? So, $9.97. L'Oreal. Wimperntusche nennt man das. Oder so. Das müsste ein Kajalstift sein, oder? Richtig? Und wenn ihr denn sowas kauft, wie schön denn die Haut aussieht. So. Jetzt kommen wir hier durch. Fingernägel. Dann könnt ihr euch die selbst bekleben. 28 Nägel. Nagellack, $7.12. Mit sehr schönen Farben. Was kosten die Kondome? Ich weiß nicht, ob die hier in der Abteilung sind. Nagellackentferner, 96 Cent. So, was haben wir hier drüben? Und auch immer, was mir auffällt, damit auch alles gleichberechtigt ist. Ne? Nicht, dass es hier heißt, irgendwie beleidigend oder so. Ganz wichtig. Ganz wichtig in der heutigen Zeit. So. Na, guck mal, hier sind wir in der Damenabteilung. Was haben wir denn hier? Das sind sogenannte Massagegeräte, falls du Rückenprobleme hast.
dann kannst du dir die da an den Nacken ranhalten für 29 Dollar und dann geht es dir besser. So, Abschminktücher, 2,14 Dollar. Du brauchst Zahnpasta, das gucken wir jetzt gleich mal. Wir gehen hier raus, bevor wirklich die Security kommt. Sonnencreme. Sonnencreme ist hier teuer. Aber ich kann euch mal eine Creme zeigen, After Sun, die riecht so toll. Wo haben wir sie denn? Die haben die hier gar nicht. Von der Firma hier, bloß als After Sun von Hawaii. Riecht richtig toll. So, Zahnpastaabteilung. Hier, da haben wir sie. Deine Crest Colgate. So, Crest 3D White für 7,97 Dollar. Oder auch die normale für 2,97. Aber die kriegst du wirklich im 99 Cent Store, kriegst du Colgate zum Beispiel für 99 Cent. Sensodyne ist, glaube ich, auch in Deutschland schweineteuer. Oh, und Colgate ist ja hier sehr teuer. Zweierpack 8,96 Dollar. Anderes Zweierpack 9,96 Dollar. Also da in 99 Cent Store gehen. Listerine. Wer ordentlich Mundgulli hat, bitte viel davon nehmen. So, und ansonsten sind wir, Diätprodukte brauche ich ja nicht, ich bin ja nicht fett. Doch, ich bin fett. Das habe ich ja mal eine Weile lang getrunken. Das war ja auch dann ganz lecker gewesen. Also das war wirklich lecker, das Slim Fast Zeug. Kann ich nur empfehlen. So, Head & Shoulders, die große Packung, 9,94 Dollar für 1 Kilo. Duftkerzen. Duftkerzen sind auch bei den Mädels, wollen immer Duftkerzen haben. Kosten 3,64 Dollar. Lampen. Wollten wir nicht, wir wollten jetzt mal Duftkerzen sehen hier. Achso, ihr habt da so kleine Teile, die könnt ihr dann auf so eine Duftkerze dann raufpacken. Für 2 Dollar. Aber irgendwo anders hatten die noch mehr Duftkerzen hier. Ja, wer sowas mag, kann also auch sich voll duften lassen. So Leute, ich glaube, wir sind jetzt eigentlich soweit grob durch. Es wären noch weniger Zuschauer, wir sind aber immer noch bei 235. Vielen Dank fürs Einschalten. So, ich werde jetzt meinen normalen Einkauf fortführen, wenn ich meinen Wagen hier mal finde. Irgendwo habe ich den noch hier abgestellt. Da. Ich werde jetzt ganz nach hinten hinrennen, werde jetzt Fleisch kaufen und alles, was ich fürs Raclette brauche, weil ich heute Besuch bekomme. Und das ist Duftwachs. Okay, dann ist es Duftwachs. Ja, das müsste auf so ein. Ich habe sowas zu Hause auch. Das ist eine Glühbirne, die ganz heiß wird und dann duftet das. So Leute, Kopfschmerztabletten fehlen. Na, dann machen wir das jetzt noch. Gut, dass wir das sagen. Ich brauche sogar Aspirin. Weil ich bin ja Herzinfarkt gefährdet. 42, der Tod naht. Und wenn du eine Aspirin schnell zerkaust, dann hast du eine höhere Überlebenschance und ihr wollt mich ja noch eine Weile haben. Zumindest manche. Manche wollen mich nicht länger haben, aber die waren auch böse zu mir vorher, deswegen bin ich böse zu denen vorher, nachher. Und so, wo haben wir Aspirin? Aspirin ist bei Walgreens auch ziemlich günstig. Wo haben wir das? Ibuprofen, ist aber keine Aspirin, kosten 100 Stück 1,98 Dollar. Du kannst ja hier auch Schlaftabletten so kaufen, ne? Wo haben wir denn Sleep?
Aber wir wollten erstmal Aspirin gucken. Das sollte, glaube ich, auch, jetzt brauche ich mal eine Beratung von euch. Eine Aspirin sein, oder? Noch dranbleiben, noch machen wir nicht Schluss. Da unten, Aspirin, super. Da haben wir es doch. 98 Cent für, wie viele Stück sind da drin? 100. 100 Aspirin. Für 98. Oder 500 Stück, das muss ich mal überlegen. 500 Aspirin für $3,64. Man muss aber sagen, die haben nur die halbe Wirkung wie in Deutschland. Das heißt, ihr solltet zwei nehmen. Ibuprofen ist besser bei Herzinfarkt? Ich glaube nicht. Ich glaube, Aspirin ist Blutverdünner. Kommst du noch mal auf Insta Live? Ja, ich könnte auf Insta Live kommen. Aber ich muss noch mal einkaufen. So Leute, ich brauche eine Auskunft. Wenn Herzinfarkt ansteht, ist das besser wie Ibuprofen, oder? Ist 1 Cent teurer geworden, ne? Dann packen wir es zurück. Das machen wir nicht, dann gucken wir woanders. So. Nimm die Advil, die sind besser. Wo siehst du die denn? Ist das jetzt die Firma? Kauf 500. Ja, aber was soll ich mit 500 Aspirin? Ich brauche keine 500. Ich habe früher immer 500 Aspirin gekauft für Deutschland und Leuten mitgebracht. Die laufen irgendwann ab. Ich nehme ganz, ganz selten Tabletten. Ganz selten. Nee, Aspirin ist besser. Okay. Wir können ja noch trotzdem Ibuprofen mitnehmen. Jetzt ist Tablette 200 Milligramm, 200 Milligramm. Da sind 100 Stück drin, hier sind auch 100 Stück. Ich nehme jetzt noch mal so eine mit, weil ich glaube, die sind bei Kopfschmerzen besser. Da sind wir schon wieder $2 für Medikamente. So, hier drüben haben wir auch sowas wie Vic Medi-Night, nennt sich hier halt bloß anders. Kostet $13,47. Ist in Deutschland übrigens, kannst du nur in der Apotheke kaufen und hier kannst du es so kaufen. Interessiert keinen. Und wer mal Schmerzen hat, sehr empfehlenswert, Muskelschmerzen hat, kauft euch mal diese Creme hier. Icy Hot. Entweder Creme oder es gibt auch Pads zum Raufkleben. Sowas hier. Oberhammer. Da, die Dinger. Richtig toll. Richtig toll. Nutz mal Lina, 600 Milligramm. Ibuprofen 600? Die hauen dich doch weg. $200 Milligramm, die haben hier gar keine 600er, da musst du wahrscheinlich zur Medizinabteilung hinrennen. Das reicht, das ist okay so. So, da kannst du Pharmacy Pickup und die mixen dir dann deine Dosis zusammen, was du gerne haben möchtest. So, was haben wir hier noch? Erkältungsmittel, Hustenbonbons. Ja, das war's eigentlich. So, Leute, denn sind wir jetzt aber durch, weil sonst wird's zu lange. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wir waren ja die ganze Zeit zwischen 200 und 300 Leute. Ziemlich coole Einschaltquote. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Ich gehe jetzt sofort nochmal bei Instagram online. Wir haben das ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Wir machen es jetzt und dann gehen wir gemeinsam einkaufen. Das, was ich jetzt einkaufen muss fürs Raclette, das packen wir jetzt gemeinsam mit ein. Und wer da mitgucken will, kann das machen, wenn er Langeweile hat. Wer nicht, der nicht. Vielen Dank fürs Einschalten hier bei Facebook. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Gleiche Zeit, 20 Uhr und zwischendurch halt die Updates bei Instagram. Und ja, euch einen schönen Sonntagabend. Dann haben wir jetzt den Supermarkt-Stream abgehakt. Dann müssen wir noch einen Baumarkt-Stream machen und kommen noch ganz viele schöne, tolle Streams. So, tschüss mit Ö, tschüssikowski, bis demnächst in diesem Theater. Vergesst nicht, oben zu abonnieren, als erstes anzeigen. Und wenn das Video hier auf YouTube gezeigt wird, Daumen nach oben lassen, Kommentar runterschreiben, was Lebensmittel in Deutschland kosten und so das ganze Theater. Tschüss.